Dafür hat mein Berater, der das alles von einem wegblockt. Und vor allem so lange wegblockt, bis man die Saisonziele erreicht hat. Das ist ja auch absolut wichtig, weil die Phase immens wichtig ist, um sich voll auf die Mannschaft zu fokussieren. Wenn man Gefühl dafür bekommen will, was in Zukunft dann passiert, dann ist das natürlich auch legitim, vor allem zuerst mal den Verein darüber zu informieren, wie es weitergeht. Und sich danach ja auch das eine oder andere vielleicht mal anzuhören. Es ist nichts für ewig und wir sind alle ehrgeizig. Wir Trainer wollen alle irgendwann in die Champions League, wir wollen alle irgendwann möglichst vielleicht noch einen Titel gewinnen. Und das ist normal, dass man sich dann irgendwann Gedanken macht, so, das ist die Ist-Situation, aber was gibt es noch? Das heißt, Sie gehen. Nein, das heißt, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil dann mit nämlich so etwas, wie es dem vielleicht dem Herrn Breitenreiter jetzt in Schalke passiert ist, mir nicht passieren kann. Nämlich, dass ich irgendwo hinkomme und ich von vornherein schon gar keine Chance auf Erfolg habe. Aus welchen Gründen auch immer. Und dieses Gefühl zu entwickeln, um etwas Neues zu tun, darum geht es in so einem Gespräch. Das klingt nicht, als ginge er nach Schalke. Ja, wenn er nichts tun will, muss er da eher hin als zu Red Bull, ne? Bedeutet auch, dass Sie nicht ausschließen können, dass Sie den FC Ingolstadt verlassen. Das hast du auch gesagt, glaube ich. Ich habe gesagt, ich habe einen Vertrag bis 2017. 17 ist Vertrag, genau. Und wenn mein Verein um mich kämpft, und das tun sie, dann ist das die größte Wertschätzung, die mir überhaupt entgegengebracht werden kann. Viel, viel schlimmer wäre es, wenn jeder sagen würde, gut, Zeit, dass er geht. Wer mich als Mensch kennt, weiß, dass ich ein unglaublich emotionaler Typ bin. Und ich glaube schon, dass ich mir solche Entscheidungen enorm schwer mache. Und das ist keine Frage. Und es sieht sich immer von außen vielleicht alles so leicht aus. Aber ich habe schon früher gesagt, ich bin ja nicht der Wunderwutzi des FC Ingolstadt. Ich bin ein Teil eines funktionierenden Ganzen. Und mir ist auch ganz klar. Ja, aber schon mit der Wichtigste, ganz klar, ne, Ralf? Dass wir etwas Unglaubliches im Moment erleben dürfen. Und ich habe immer wieder auch meinen Mitarbeitern gesagt, dass das etwas ganz Besonderes ist, was wir im Moment erleben. Weil es gibt nicht so oft Situationen, wo du in der Art und Weise marschierst, nach oben marschierst. Du kannst eigentlich Woche für Woche nur staunen, was die Mannschaft leistet und wie, in welcher Art und Weise sich entwickelt hat. Und deswegen so etwas miterleben zu dürfen, das hat angefangen vor 2,5 Jahren. Dafür kann ich sprechen, für die Zeit. Und was da zusammengewachsen ist, ist fast einzigartig für mich im Fußball. Ich habe sowas bis jetzt noch nie erlebt und ich hoffe, dass ich sowas auch noch auf eine andere Art und Weise irgendwo mal erleben darf, weil das bekommt man als Trainer ganz, ganz selten. Ich habe natürlich die Pflicht, es auch schnell zu klären, zeitnah. Weil es gibt nichts Schlimmeres und das ist auch respektlos, finde ich, gegenüber den Fans und den Zuschauern, die mich ja auch eine Spur weit ins Herz geschlossen haben, dass ich mich da, ich bin auch keiner, der hier pokert. Ich bin einfach nur einer, der eine ganz, ganz wichtige Entscheidung zu treffen hat. Dass das nicht von heute auf morgen geht oder dass ich, wenn ich in der Früh zum Bäcker gehe, mich entscheide, Brot oder Brötchen. Diese Entscheidung muss zeitnah trotzdem getroffen werden. Und das werden wir tun.